Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr seht oder auch schon im Titel lesen könnt, sitze ich wieder mal auf der Gazi, auf der Kleinen, und fahre sie weiterhin, denn wir haben jetzt 958 Kilometer drauf und sie muss jetzt in, wir haben heute Samstag, Dienstag muss sie zum Service, in 3 Tagen muss sie nämlich zum Service. Und deswegen dachte ich mir, komm, heute, auch wenn wir heute motherfucking 37 Grad haben, ich fahre die Karre jetzt weiter ein und nehme ein kleines Video auf, wo ich euch jetzt einfach mal zeige, was jetzt alles verändert wurde. Denn im Vorstellungsvideo habe ich gemeint, sobald alles umgebaut ist, beziehungsweise sobald der meiste Teil umgebaut ist, fahren wir eine kleine Runde und ich mache einen kleinen Walkaround und zeige euch einfach mal alles, was verbaut ist. Ich werde aber den Part im Stand heute, glaube ich, relativ kurz halten, denn 37 Grad und ich fahre gerade 60 km/h und schwitze mir trotzdem noch über. Deswegen, ja, ich versuche halt den Part, wo wir dann wirklich stehen, vielleicht irgendwo ein geiler Schattenplatz, wo es auch ein bisschen kühler ist, wirklich kurz zu halten, denn, Alter, boah, Digga, ist es heute heiß. Eine Katastrophe. Aber gut, im Winter beschweren wir uns, dass es zu kalt ist, und im Sommer beschweren wir uns, dass es zu heiß ist. Läuft auf jeden Fall. Aber bis wir bei einem Spot angekommen sind, wo ich euch das Bike zeigen will, hätte ich gesagt, laber ich noch mal kurz drüber, wie hat mir denn die Gazi jetzt die letzten 960 Kilometer so gefallen. Und da muss ich halt jetzt echt sagen, ich muss schon sagen, die lange Übersetzung fuckt einen ab. Also das ist wirklich der größte Minuspunkt, den ich bei ihr jetzt feststellen konnte für mich. Digga, das Ding ist übersetzt, das ist ein Wahnsinn. Also kein Vergleich zu der 96 vom Bruchpiloten. Alter. Aber, kleinen Teaser, Übersetzung liegt auch schon zu Hause, die neue. Nur halt, die Übersetzung will ich wirklich erst nach dem 1000er Service draufklatschen. Nicht, dass sie bei wegen Übersetzung und so noch Faxen machen. Denn zusätzlich zur kurzen Übersetzung habe ich mir noch einen K- und einen Luftfilter und den offenen Luftfilterdeckel bestellt. Und so wie offenen Luftfilterdeckel, das geht ja dann schon eher in die Schiene Racing, hat ja nichts mehr mit dem Straßenbike zu tun. Der kommt natürlich auch nur für die Kartstrecke drauf, der Deckel. Weiß nicht, ob das so gut ankommt beim 1000er Service, deswegen kommt der auch erst danach drauf. Aber ja, sonst bin ich echt zufrieden. Also sie macht bis jetzt keine Faxen. Was mich echt eigentlich wundert, denn man hört ja von den SMCs 96 Dingern so viel Schlechtes. Aber muss auch sagen, man hört auch extrem viel Gutes. Und eins, was ich halt echt einfach sagen muss, das Ding ist einfach ein Spaßbike. Also das Ding macht Bock. Ich meine, ich konnte es jetzt wirklich noch nicht so genießen, weil ich es halt noch immer am Anfang bin. Aber nachdem knapp 1000 Kilometer schon drauf sind, können wir natürlich da hin und wieder auch mal ein bisschen durchziehen. Aber halt so jetzt volles Rohr ballern wird, also mache ich immer erst nach dem 1000er Service. Aber ich sag's euch so, wie ich fahre jetzt kein Motorrad 1000 Kilometer wirklich ein. Beziehungsweise, da muss ich gerade ein bisschen weiter ausholen, in der Beschreibung von der Gaskur steht, man darf sie beim Einfahren bis 6500 Umdrehungen drehen. Und ich glaube, die dreht bis 9 oder so. Da finde ich 6500 Umdrehungen schon ziemlich viel fürs Einfahren. Also die ersten 300-400 Kilometer bin ich wirklich penibel immer nur bis 4000 Umdrehungen eingefahren. Also da könnt ihr euch denken, wie ich durch die Gegend gegurkt bin, euer, die war die größte Verkehrsbehinderung, weil das ist ein Wahnsinn. Aber umso näher ich an den 1000 Kilometer rankomme, umso mehr habe ich hier natürlich auch Drehzahl gewöhnt. Und ja, denn ich halte es nicht für gut, wenn man wirklich bis 1000 Kilometer das Ding nur bis 4000 dreht, 1000 das heißt macht und dann direkt Gibi macht. Aber ja, ich glaube, da können wir wirklich nochmal ein extra Video machen zum Thema Motorrad einfahren. Denn da haben mich hier schon mal ein paar Leute gefragt, ob ich das mal machen kann. Aber sonst bin ich extrem zufrieden. Auch Thema Sound für eine Euro 5.
Boah, ich kann echt nichts Schlechtes sagen. Gut, ich habe jetzt auch nicht mehr den Originalpott drauf, also Original ist echt traurig. Also Quickshift ist aber auch schon lässig, oder? Also gut, Leute, hier steht es jetzt. Ich glaube, man sieht, dass sie nicht mehr ganz so serie ist wie im letzten Video. Nämlich das erste Teil, ich habe mir diese gerne heißere Spiegel gegönnt. Ich muss ja sagen, ein Kollege von mir hatte genau die gleichen auf seiner SMCR. Und ich muss sagen, ich finde die geil. Mir haben zwar alle gesagt, ich soll mir unbedingt die billigen Shinio-Spiegel holen, aber ich bin kein Fan von denen. Deswegen habe ich mir die gekauft, die sind schön aus Alu. Die halten hoffentlich auch länger wie die Shinio-Spiegel, denn da gehen auch ziemlich viele kaputt. Bekomme ich zumindest so mit bei meinen Kollegen, die auch eine 96 fahren. Dann als nächstes, sie hat vorne und hinten Achsstutzbits bekommen. Ganz wichtig, falls man sie doch mal wegschmeißt. Und ich muss auch sagen, ich habe damit vor, auch mal auf eine Kartstrecke zu gehen. Da kann es auch schon mal passieren, dass man die Karre wegschmeißt. Deswegen waren die für mich ein Muss. Genau wie diese Schleifpads für die Fußrasten, denn die sind ja auf Supermotorstrecken etc. meistens sogar Pflicht. Dann natürlich Öleinfüllschraube in Rot eloxiert und Ventilkappen. Wo sieht man sie? Wo sieht man sie? Hier. Man muss auch sagen, ich hätte eigentlich ein paar mehr rote eloxierte Teile an ihr gerne. Aber es gibt einfach noch nichts. Und entschuldigt bitte, die Felgen sind mir auch gerade aufgefallen. Die sind ja mal extrem dreckig. Holy shit. Denn ich muss schon sagen, die zwei Deckel hier, Bremsbehälter vorne, Dingsbums und halt Kupplung, die in Rot wären halt schon geil. Also wenn da jemand welche kennt, die was wirklich was taugen und vielleicht nicht aus England kommen, im besten Fall, wegen Zoll und so, könnt ihr mir die gerne mal verlinken oder ich schreibe mich einfach mal auf Instagram an und schickt mir den Link, wäre auf jeden Fall ehrenhaft. Dann der Kennzeichenhalter, der ist irgendwo von eBay her. Ich meine, ich muss auch sagen, alle Teile, wo ich Links habe, verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Kennzeichenhalter ist einer von eBay, da habe ich einfach den billigsten genommen, weil ich einfach jetzt schnell mal einen haben wollte. Denn ich muss auch sagen, früher oder später wird das Rücklicht auf jeden Fall wegkommen und es kommen andere Blinker hinten mit Rücklicht in die Blinker, hätte ich übelst gern. Und ich will mir nicht den BSO kaufen, der für die 690 einfach mal 300 Euro kostet mit Blinker. Das ist die größte Frechheit, denn zum Vergleich, damals bei meiner 97 gab es den ja auch, den habe ich ja gehabt, den BSO. Der hat gekostet 166 Euro mit Blinker, alles drum und dran, mit Reflektor. Und die wollen jetzt einfach für den gleichen Halter für die 690 300 Euro. Alter Digga. Dann für die Leute, die vielleicht das erste Video nicht gesehen haben, ich habe auch eine Part-Sitzbank drauf. Da muss ich aber auch sagen, die habe ich direkt gekauft beim Abholen von dem Bike. War die gleich dabei, da habe ich zum Händler gesagt, komm, schmeiß die auch drauf. Ich finde die einfach geil. Mir ist durchaus bewusst, dass die wahrscheinlich nicht lange so schön rot bleiben wird. Leider, leider, leider. Aber ich hoffe mal, wenn ich sie ein bisschen mehr pflege, dass sie auch noch länger ein bisschen schön bleibt. Dann kommen wir wohl zu einem der wichtigsten Part für die meisten von euch wahrscheinlich, Auspuff. Auspuff war echt so ein Thema, wo ich echt lange hin und her überlegt habe. Am Anfang wollte ich mir eigentlich den Akrapovic holen, den neuen, weil den finde ich eigentlich geil. Oh, hoppala. Dann bin ich von dem weg, dann wollte ich den Remus haben. Nur beim Remus, der hat mir dann nicht gefallen, weil der B-Killer so komplett verschweißt war. Dann wollte ich mir den Arrow holen, weil Arrow, ihr kennt es, ich liebe Arrow. Nur da habe ich mir dann Prüfstandsberichte und Testberichte auch geschaut, dass der Arrow angeblich, oh, wenn man sie nicht abstimmen lässt, ja, einfach mal 6 PS Leistung fressen soll. Ja, und da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf gehabt, denn klar, ich muss sagen, früher oder später wird das Ding sicher ein ECU-Flash bekommen. Nur direkt einfach mal, wirklich ein paar PS weniger, habe ich keinen Bock drauf gehabt. Dann habe ich weitere Testberichte geschaut vom Leo Winz. Denn für die Euro 3 Modelle war das ja eigentlich immer die Knalltüte, was richtig laut war. Ein Kollege von mir hat den gehabt, Alter, Digga, das Ding war laut. Hat aber damals meistens dann auch Leistung gefressen und der soll angeblich leistungsmäßig wie der Originale sein. Nur untenrum so 2-3 Newtonmeter mehr Drehmoment bringen. Ich hoffe mal, das stimmt. Also ich muss jetzt sagen, was mir aufgefallen ist, wie direkt, wie ich den Auspuff gewechselt habe, sie läuft im untertourigen Bereich deutlich ruhiger wie mit dem Euripod. Deswegen habe ich mir jetzt den gekauft, auch wenn der einfach mal mit dem Euro 5 Cut, da was wirklich verbaut ist, ausnahmsweise mal für mich, 900 Euro gekostet. Boah, Bistepp, oder der war teuer, oder?
Aber gut, was willst du machen? Dann, was mir ganz wichtig war, war der LED-Scheinwerfer. Hallo, lebst du noch? Hallo? Ich habe eine Biene gekillt. Oh, sorry. Das war mir wirklich am wichtigsten, dass ich mir einen LED-Scheinwerfer besorge. Da gibt es auch nochmal eine kleine Story zum LED-Scheinwerfer. Die erzähle ich euch aber gleich, wenn ich wieder fahre. Denn es ist einfach fucking heiß, auch hier im Schatten. Und dann wohl das auffälligste und auch das geilste an dem Ding ist das Dekor. Ich meine, gönnt euch mal dieses motherfucking geile Dekor. Ich muss sagen, ich habe einfach mal ein bisschen gegoogelt. Gasgas SM700 Dekor. Und mir ist das als erstes wirklich vorgeschlagen worden. Kommt aus der Slowakei von Strub Designs. Und ich muss schon sagen, für ein Dekor, was 140 Euro kostet, das wirklich auch noch wirklich passgenau ist. Also das ist echt passgenau. Klar, ich habe ein bisschen verkackt beim Verkleben, weil es auch an dem Tag 36 Grad hatte. Man sieht es auch hier, das originale Dekor sieht man leider minimal durch. Hier auch. Aber ich sage mal so, die meiste Seite, die ich immer fotografiere, seht ihr, die ist zum Glück schöner geworden. Und wenn man es nicht weiß, dann fällt auch gar nicht auf, dass da eigentlich das originale Dekor durchblitzt. Ich meine, ich habe ein paar Blasen drinnen, aber für wirklich für ein Dekor, was 139 Euro kostet. Weil die Qualität ist auch geil, kann man nichts dagegen sagen. Ich haue es euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung, kann ich echt nur empfehlen. So, ich hätte aber gesagt, den Rest machen wir jetzt während dem Fahren, denn ich bin jetzt schon komplett nass, ich muss wieder fahren. Digga, es ist schlimm. 37 Grad und Videos machen, keine gute Idee. Ah, oh, Digga, der Fahrtwinter tut gut. Oh, oh, tut das gut. Boah, tut das gut. Alter, Digga, die Bude ist noch immer so viel zu lang übersetzt. Ich merk's gerade schon wieder einfach zu hart. Aber gut, da kümmern wir uns eh bald drum. Sehr, sehr bald. Wahrscheinlich sogar, sobald ich das Video... Nein, es geht ja nicht ganz aus. Ich nehme ja das Video heute auf. Oder Likis. Ich nehme das Video heute am Samstag auf und ich will es ja nicht morgen direkt hochladen, wenn sich das ausgeht. Alter, schau, wenn man Wheelies können würde. Da zum Wheelie poppen, ha? Ah, nee. Die Bude ist lang übersetzt. Traktionskontrolle wäre eh aus. Aber gut, jetzt kommen wir noch mal kurz zu der kleinen Story vom Scheinwerfer. Da wurde ich nämlich hart verarscht. Danke an den Penner, Alter. Einfach keine Hosen, der Typ, Alter. Warum ich darauf komme, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall, ich wollte ja genau diesen Scheinwerfer haben. Auf eBay sollte er kosten, glaube ich, 90 Euro. Ich glaube, mittlerweile, er ist mittlerweile ein bisschen günstiger geworden. Ich glaube, aktuell soll er kosten 85 Euro oder so. Egal. Und dann habe ich mal auf Willhaben geguckt und habe den gefunden von, ja, auf seinem Profil. Er hat ein Profilbild von 50, also Moped, ja. Da hatte ich mir keine Ahnung, warum der einen hat, aber gut. Gönnen wir uns den einfach, gell? Ist ein paar Euro günstiger, fertig, gell? Ja. Habe ich ihm natürlich das Geld überwiesen, natürlich nicht über geschäftlich PayPal, sondern über privat, wegen Gebühren zu sparen. So dumm wie ich war, Alter, ja komm, wir haben doch eher Sumo jetzt, oder? Wir haben doch eh eine Sumo. Alter, da hat man Grip, bist deppert. Bist deppert, da hat man Grip. Alter, bist deppert, mein Fahrwerk ist ja auf Supermotor eingestellt, bist deppert ist das Wort. Ah, ist das Wort. Hasi, Hasi. Oh fuck. Steppert. Ah,
wie viel? Ui, ui, ui. Alter, so Sumo macht schon Bock. Ja, auf jeden Fall habe ich natürlich das Geld überwiesen, über PayPal natürlich Freunde, weil ich bin ja so, bin ja, ja weißt du, ich denke mir immer so, machen Freunde, ich will ja nicht abziehen wegen Gebühren, bla bla bla. Habe ich gemacht und ja. Ich habe gesagt, das schickt weg nächsten Tag, ja. 2 Wochen später habe ich mir mal gefragt, wie es jetzt ausschaut, gell, ist noch immer nicht da, gell. Dann habe ich mir angeschrieben und gesagt, ja, wegschickt, bla 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 bla. Dann noch herumdiskutieren, hat er mal wirklich eine Rechnung geschickt. Ja, über ein unbekanntes Versandunternehmen kannte ich bis dorthin nicht. Habe ich gegoogelt. Das Versandunternehmen gibt es zwar, ist aber nur eine Spedition, also für große Frachten. Ja, dann habe ich mal auf eBay geguckt wegen Scheinwerfer. Und dann habe ich ganz zufälligerweise genau diese Bilder gefunden. Auf jeden Fall, dann ist mir einfach aufgefallen, dass die Bilder, die was auf eBay von einem eBay-Händler mit extrem guten Bewertungen hatte, der Typ sogar, gibt, dass derjenige, der das auf Willhaben verkauft hat, ganz zufälligerweise genau die Bilder genommen hat, zugeschnitten hat und ja, das für seine Anzeige nutzt. Ja, danke für nix. Also mittlerweile sind 1,5 Monate her und ich warte bis heute auf meinen Scheinwerfer. Top. Nur das Ding ist halt, ich habe zwar seinen Namen und alles, also der Typ ist ja nicht voll dumm, oder? Nur das Problem ist, es handelt sich hier um 85 Euro, die ich bezahlt habe mit Versand. Ich habe keinen Bock, dass ich wegen 85 Euro zum Anwalt renne, weil ich halt einfach die Zeit nicht habe. Ja. Das mal zu der Sache, warum ich beim Scheinwerfer ziemlich hart verarscht wurde. Ja. Deswegen habe ich mir jetzt einen zweiten gekauft, der hat mich jetzt mit Versand 89 Euro gekostet. Also ja, wegen 4 Euro dachte ich mir, komm, ich bin schlau und spare ein bisschen, kauf den auf Willhaben. Top, sehr gute Idee. Nur das Problem ist, man kann auf Willhaben, soweit ich das jetzt gesehen habe, keine Anzeige melden wegen Betrugs. Ja, also zumindest ich habe keine Funktion herausgefunden. Wenn da jemand einen Link hat, wie das funktioniert, dann könnt ihr mir das gerne, dann könnt ihr mir gerne Bescheid geben und mir den Link im besten Fall sogar über Instagram zukommen lassen. Küsschen geht raus. Das mal zu der Geschichte. Oh Leute, das ist, nee. Aber gut, ich muss auch sagen, ich bin einfach nur froh, dass wir das halt wirklich nur 80 Euro, 85 Euro waren. Ein paar Kollegen von mir wurden da auch schon mal um weit über 1000 Euro so betrogen. Und die Typen haben sie bis heute nicht bekommen, Alter. Ist echt schlimm, Alter. Vor allem das Traurige ist, der Typ wohnt halt einfach, wenn die Adresse stimmt, auf Willhaben, wohnt halt einfach nur, glaub, 1,5 Stunden von mir weg. Und da hätte ich auch entspannt einfach eine Tagesuche hinmachen können. Denn, ja gut, in die Richtung sind eh ein paar geile Motorradstrecken, gell? Aber nee, ich dachte mir, komm, ich bin faul und lass es schicken, Alter. Und dann, der Berufspilot hat es dann auch nochmal probiert, mit seinem Account. Und weil halt in der Anzeige steht auch Abholung möglich, hat er mir einfach mal Spaß, mehr oder weniger gefragt, jo, kann man den abholen? Jo. So. Bis heute ist keine Antwort gekommen. Und das Ding, wie ich jetzt drauf komme, dass der Typ keine Eier hat, liegt einfach daran, wenn man auf sein Profil geht, da hat das Profilbild eine 50er, also ein Moped, also wahrscheinlich 14, 15, 16 maximal und verkauft nur 50er Teile sonst. Bis auf einen Scheinwerfer für eine EXC, für einen Scheinwerfer für SMCA, Husqvarna und Gasgas. Die Scheinwerfer hat er inseriert. Mhm. Und alle von dem eBay-Händler die Bilder geklaut. Nur mal so. Also richtig Abfuck. Also wer mir privat schreibt auf Instagram, den schicke ich auch gerne mal den Link. Der kann versuchen, den Typen einfach zu melden, wenn er es hinbekommt. Denn ja, immer solche Leute können eigentlich einfach eiskalt sofort aus dem Verkehr gezogen. Ach, aber gut. Ich glaube, ich habe mich jetzt lang genug über das Thema ausgelassen.
Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben jetzt am Ende, wie findet ihr die Gasgas bis jetzt, meine? Also ich finde sie richtig geil, natürlich was jetzt noch im Winter auf jeden Fall kommen wird. Boah, die Downshifts. Was auf jeden Fall jetzt noch im Winter kommen wird, sind ein paar Carbon-Teile, so wie Schwingenabdeckung in Carbon, das Teil in Carbon und Unterfahrschutzdings in Carbon, also für Motor und auch Motordeckel in Carbon, dann den Hitzeschutz in Carbon und so ein paar Sachen. Denn der Motor ist eigentlich so das Einzige, was mir an dem Ding optisch jetzt nicht so gefällt, weil der halt so helles Grau, ja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, da gibt es nämlich von CMT ein paar geile Carbon-Teile, sind leider nicht ganz günstig, aber ich habe es jetzt schon bei mehreren gesehen, auf Instagram muss ich sagen, optisch einfach eine Wucht. Also muss man schon sagen, optisch ist das echt eine Wucht. Deswegen will ich das jetzt auch einfach mal machen, also im Winter kommen dann noch Carbon-Teile, genau. Und im Winter kommt auch noch der ECU-Flash drauf, habe ich mir überlegt, denn ich habe da jetzt mal ein paar Firmen durchgeguckt. Und da gibt es auch welche, die den Quickshift auch noch ein bisschen optimieren können. Und halt, was geil ist bei der einen Firma, die stimmen das neue Mapping nur auf den zweiten Fahrmodus ab. Das heißt, wenn ich nämlich so Map mache, ich bin jetzt im ersten Fahrmodus, wo also quasi das Gas ein bisschen chilliger ist, also die Gasannahme, und auch das Supermotor ABS deaktiviert ist, das normale ABS aktiviert ist. Somit ist dann das neue Mapping nur aktiv auf dem zweiten Fahrmodus, was auch geil ist, denn ich hätte gern, viele werden mich hassen, aber gerne Schubabschaltung. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es geil bei einem Supermoto, wenn du eine Kurve anfährst, hart runterschaltest, auf der Motorbremse macht das Ding bop, bop, bop. Ich finde das einfach geil. Und weil ich das halt auch nicht in der Stadt aktiviert haben will, wegen der Kipperei und so, gell, ist ja klar. Ist das halt richtig geil, wenn man das nur auf einen Fahrmodus abstimmen kann. Also so wie beim Auto, manche machen es ja beim Auto auch so, dass man es einfach nur macht, wenn man die Klima aktiviert hat oder so, zum Beispiel. Und das ist halt dann auch eine richtig geile Möglichkeit. Das kommt auch noch im Winter, genau. Aber sonst habe ich jetzt eigentlich wirklich nichts mehr so großartig vor, außer wenn es mal gibt, deluxierte Teile. Und natürlich Brems- und Kupplungshebel vielleicht irgendwann mal. Und eine härtere Feder fürs Federbein hätte ich auch noch mal gern. Denn ich bin jetzt nicht so der Leichteste und das Federbein merke ich schon, da eine bisschen härtere Feder würde ihr auf jeden Fall echt nicht schlecht tun. Genau. Aber sonst hätte ich mal gesagt, das war's jetzt mit diesem Video. Ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, wie lang das Video geworden ist. Ich vermute aber in Richtung 13, 14, 15 Minuten. Boah, die Downshifts bei Einzylinder sind so geil, Alter. Kein Vergleich zu meiner FE 350 damals. Alter, das ist halt was Richtiges, Alter. Mit ein bisschen Bums an oder zu. Aber gut, die lange Übersetzung ist Katastrophe. Denn, ja, ich meine, ich habe es vorher kurz einmal versucht, Hinterrad fahren. Jo. Nee. Ich muss der so viel Drehzahl geben im zweiten Gang, dass die hochkommt. Nee. Das machen wir dann, wenn es geht, übersetzt ist. Ja. Aber gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Freut euch auf mehr Gasgas-Content. Wird auf jeden Fall vielen geilen Content geben, denn in zwei Wochen bin ich im Schwarzwald mit ihr um den Bruchpiloten. Und da besuchen wir nämlich einen Spätzle, Alter. Alter, das wird witzig, Alter. Also ich weiß jetzt nicht, ob Duschlogs kommen werden. Also ob die jugendfrei genug wären, dass ich sie hochladen kann. Denn ich kenne unsere zwei Spezialisten. Und wenn die nicht jugendfrei genug sind, dann, ja, dann werde ich wohl oder übel nur ein paar Raw-Videos bringen. Aber gut. Wir haben jetzt noch 17 Kilometer, bis die 1000 Kilometer erreicht sind. Ich knall jetzt noch mal kurz die 17 Kilometer drauf und dann stelle ich sie wieder in meiner Garage. Deswegen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das doch, denn da kommen dieses Jahr sicher noch geile Videos. Also, Leute, haut rein und Peace, Leute. Nebenbei, der Blipper ist auch geil.